Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem wie immer spontanen Livestream. Ja, ich bin wieder vom Gletscher heruntergekommen, hinabgestiegen in die Talebene mit meinen Seminarteilnehmerinnen. Die sind auch wieder alle gut angekommen. Die, die am weitesten entfernt nach Österreich gekommen war, das war die liebe Sabine von Berlin angefahren. Die Janine war auch aus Deutschland gekommen. Es war so schön gewesen letztes Wochenende bei meinem Seminar, bei unserem Höhenseminar am Dachsteingletscher auf fast 3000 Höhenmetern. Und ihr merkt, ich bin noch immer ein bisschen illuminiert, also in einer extrem guten Stimmung, habe mega viel Energie mitgenommen. Und das war der Grund, warum ich es dort lokalisiert hatte, weil ja die Wirkung der mittleren Höhenlage zwischen 1500 und 2500 Metern extrem toll ist für den Körper, für den Geist und für die Seele. Soll heißen, man kriegt so einen natürlichen Kick, man kriegt ein natürliches Doping mit, ganz ohne Drogen, ohne Chemie, ohne alles. Man braucht einfach nur da sein. Da sein und sich erlauben, nur da zu sein. Und wir hatten das mega Glück, dass es auch noch schön war. Wer den letzten Livestream gesehen hat, das ist ja das Letzte, was ich hier hochgeladen habe. Ja, genau, ich habe gar kein Video mehr seitdem gemacht. Ne? Das spreche ich von so viel Mega-Energie und dann mache ich gar kein Video für euch. Ich will euch das kurz erklären, warum jetzt in letzter Zeit kein Video kam. Bei mir gibt es ganz viele Umbrüche beruflicher Art. Einige von euch haben es ja schon mitbekommen. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich verändere mich beruflich ein wenig. Noch mehr Psychotherapie, Privatpraxis, noch mehr Psychotherapie, Kassenpraxis und weniger Klinik, beziehungsweise Klinik wird, so wie der Gletscher, auf Eis gelegt. Also ab 1. November ist die Klinik bei mir auf Eis gelegt. Da bin ich dann nicht mehr in der Klinik, sondern kann noch mehr rumfahren als bisher, kann meine Praxen mehr noch betreuen, mehr schreiben, vielleicht auch wieder ein Buch schreiben, aber Artikel schreibe ich ja laufend und auch mehr Seminare für euch machen. Jo, also das Seminar am Dachstein am Berg ist vorbei. Herzlich willkommen hier im Livestream. Du kannst jetzt wieder mir deine Fragen stellen und ich werde versuchen, möglichst schnell und prägnant zu antworten, fast so wie ein Speed-Date-Counseling, so könnte man das nennen. Und ich habe mir überlegt, das könnten wir doch auch mal in Berlin machen, so ein Speed-Counseling, wie so ein Speed-Date, weißt du, so 5-Minuten-Counseling, das kann sich dann wirklich jeder leisten, 5 Minuten, 100 Leute, ist trotzdem eine Zeit, ne? Sind dann 500 Minuten, jo. Das sind dann auch einige Stündchen, ne, die ich da verbringen würde, wenn da eine Menge Leute zusammenkommt. Und ansonsten halt weniger Leute, dann wird halt die Gebühr, das klingt so, etwas steigen. Aber ihr versteht sicher, ich habe ja auch Unkosten, wenn ich da dahin und dorthin fahre. Wenn ihr also ein Seminar für mich organisiert und dann mein Honorar zahlen möchtet, das irgendwie mit mir arrangiert, ein Preis, ein Tarif, der für euch tragbar ist. Wenn ihr eine Gruppe seid von mindestens 15 Leuten, dann fahre ich auch mal in diesem einen Jahr on Tour irgendwo hin, wenn ihr mich einladet und wenn ich dann Hotelzimmer bekomme. Ist ja ganz normal, ne? Das ist das, wovon ich eigentlich auch unter anderem lebe. Vorträge halten, Seminare machen. Bei mir ist halt der Unterschied, dass ich das recht spontan mache und ja, das am Berg, das habe ich ja auch deswegen gemacht, einfach weil mir der Hund, die Kira, die 18-Jährige, so gut gefallen hat und weil ich diese Gegend von früher kannte, von diesen Kulturprojekten, die ich da oben gemacht hatte und weil mich diese Wirkung der Höhe so fasziniert. Also das nächste Mal soll Ende November in Berlin sein. Keine Ahnung noch, wie genau das sein wird. Auf alle Fälle werde ich da sein. Wo ich da bin, sage ich euch dann rechtzeitig. Anvisiert ist eigentlich das letzte Wochenende im November, wer halt im Raum Berlin ist, kann mich da dann gerne treffen. Ich sage euch noch, ob es ein Seminar oder ob es ein Vortrag oder ob es ein Speed-Counseling sein wird oder alles zusammen, von allem etwas, keine Ahnung, schaue ich dann. Ne? Und ihr wisst ja, ich lege mich da auch gerne noch nicht zu früh fest, weil dann ist es wieder nichts. Ne? Ja, jetzt gucken wir mal, wer alles da ist. Jetzt bin ich wieder ganz alleine, ne? Das letzte Mal im Livestream war die Jessie dabei, also kreatives Mädchen. Dann war die Sabine dabei, eben aus Berlin. Wir waren noch dabei. Die Bianca war dabei,
Also einige meiner Seminarteilnehmerinnen hatten mich da gejoint, also hatten mich da verstärkt und hatten auch Fragen beantwortet. Kannst du dir gerne angucken, im vorigen Livestream, der jetzt als letztes hochgeladen wurde. Wer war noch dabei? Ja, Michelle natürlich, um Gottes Willen. Im Hintergrund war noch Angelika gewesen und dann war noch Angela mit dabei gewesen, genau. Ja, also Janine ist da. Janine, bist du natürlich wieder gut angekommen, habe ich schon mitbekommen. Freut mich, dass du da bist. Kreativ ist ja auch da. Ihr seid ja alle da, eben nicht mehr im Bild zu sehen. Sonst würdet ihr mich da so umgeben. Grenzgängerin Bettina Lehmeier, hallo Unicorn, hallo zusammen. Schöne Grüße aus der Psychiatrie, sagt Grenzgängerin. Schöne Grüße zurück in die Psychiatrie. Charlie L., hallo Bettina Lehmeier, ich möchte auch mal dabei sein. Ja, das ist machbar, ne? Ist nicht jenseits von Gut und Böse, ist durchaus realistisch. Jasmin B., Uschi, Tree Girl, Mandy Sunshine, kreativ sagt Bettina, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe schon die ersten positiven Auswirkungen gemerkt. Das freut mich kreativ. Welche Auswirkungen hast du denn bemerkt? Liz, hallo ihr lieben Herzenstanz, hallo. Gut, ich habe direkt eine Frage. Schieß doch los, fragt mich einfach. Jasmin, durch den sicheren Kontakt zu meiner Kunsttherapeutin spüre ich sehr, was mir als Kind gefehlt hat. Ein Anteil in mir wünscht sich, dass sie meine Mutter wäre. Das ist sehr schmerzlich. Ja, aber ich habe ja schon in vielen, vielen, vielen Videos von der Übertragungsbeziehung gesprochen. Das ist eben genau so eine ganz normale, stinknormale Übertragungsbeziehung, die sich dadurch ergibt, dass du so ein enges und vertrauensvolles Verhältnis zu deiner Therapeutin hast. Dadurch, auf diesem Boden können Wünsche wachsen und gedeihen, die du dir früher gar nicht so erlauben konntest und die jetzt sozusagen dein inneres Kind, also dieser Persönlichkeitsanteil, ausspuckt. Der schreit einfach nach Nähe, nach Wärme, nach geliebt werden, nach Mama haben. In so einer Therapie rekrutierst du ja auch, das heißt, du gehst in eine frühere Entwicklungsstufe zurück, allein dadurch, dass da jemand sitzt und dich so lieb anguckt, wie das die Therapeutin wahrscheinlich tut. Und mir begegnet das Tag für Tag in der Praxis, dass Klientinnen sich wünschen, ich wäre ihre Mutter und von mir am liebsten in Arm genommen werden würden und gerne bei mir das nachholen würden, was sie eben von ihrer eigenen biologischen Mutter nicht bekommen haben oder zu wenig bekommen haben. Also schäm dich da bitte überhaupt nicht und guck dir noch Videos an von der Übertragungsbeziehung zwischen Therapeutin und Klientin. Manchmal wird es auch eine Übertragungsliebe, lass dich dadurch nicht irritieren. Auch das kommt durch diese Nähe, durch diese Vertrauensbeziehung zustande. Und das ist eigentlich, auch wenn es sich jetzt komisch für dich anhört, ein gutes Zeichen. Das heißt, dass du dich echt und ernsthaft auf die Therapie eingelassen hast, dass du nichts zurückhältst. Und ja, Psychotherapie ist manchmal auch schmerzlich. Soll heißen, du gehst ja durch Erinnerungen durch, die eben nicht nur Erinnerungen sind, sondern die so einen Gegenwartsfaktor haben, weil du spürst das ja alles wieder, eben dieses kurz gekommen zu sein, diesen Mangel, diese Sehnsucht, diese brennenden Wunden deiner Kindheit, die spürst du erst in der Therapie so richtig. Vorher waren die irgendwie so verschüttet, weißt du, wie ich meine? Und in der Therapie durch das Reden darüber kommen natürlich nicht nur die Erinnerungen auf, sondern wird das Ganze auch aktualisiert. So wie wenn es jetzt wäre. Und das ist aber eine Chance, dass du dir was holen kannst bei deiner Therapeutin, indem sie dich vielleicht zwar nicht in den Arm nimmt, aber indem du über diese Wünsche, über diese Entbehrung, über deine innere Not, über deine Wunden sprechen kannst, indem du es endlich mal zeigen kannst, nicht zurückhalten musst, weißt du? Also in jedem Fall ist es ein gutes Zeichen. Janine sagt, okay, ersten Arbeitstag gestern verstanden, rüstet mich für nächste Woche, mein kleiner Patient ist eher unruhig, da große Kommunikationsschwierigkeiten hat, wenn man ihn nicht versteht, flippt er aus. Okay, das ist schon mal sehr reflektiert. Meine Therapie geht zu Ende, sagt Liz, und ich habe einen Klinikplatz und überlege, ihn anzunehmen. Ja, nimm ihn an. Wie fühlt es sich an? Überleg mal, wie es sich anfühlt für dich.
kannst auch zwei Stühle im Raum hinstellen, da wo eben steht Klinikplatz annehmen, tust du den einen Stuhl hin, wo das Gefühl zu ist, ne? Oder auch zwei Figuren aufstellen, aber machst doch mit den Stühlen und setzt dich dann auf den Stuhl, der bedeutet Klinikplatz annehmen und überleg, wie du dich dort fühlst, nicht vom Kopf her, sondern überleg mit dem Herzen. Und dann setzt dich auf einen anderen Stuhl oder auf die Couch und sagst, das ist die andere Variante, ne? Klinikplatz nicht annehmen, sondern was anderes machen. Und dann spürst du von selber, wie du dich da und dort fühlst. Und dann wirst du merken, kommst du leichter wahrscheinlich zu einer Entscheidung. Außer, wenn dir diese Methode zu wild erscheint, dann machst du lieber nicht. Also man muss sich schon gerne darauf einlassen können, sonst wirken all diese Methoden nicht. Weißt du, wenn du da zu verkopft bist und dir die ganze Zeit blöd dabei vorkommst, dann ist es schwierig, auf sowas einzusteigen. Aber wenn du unvoreingenommen spielerisch die Methode anwenden möchtest, dann gelingt sie dir auch. Monika, ich werde von Duloxetin auf Fluoxetin umgestellt. Mir geht es so schlecht wie nie. Kann das wirklich nur von den Medis sein? Grenzgängerin? Ja, ganz bestimmt. Also die verstärken alles. Weißt du, so eine Medikamentenumstellung ist ein mega, mega Eingriff in die Biochemie deines Gehirns, in den Gehirnstoffwechsel. Das ist nicht so, wie wenn man Aspirin einnimmt und dann hat man halt weniger Spannungskopfschmerz, hoffentlich, ja. Sondern das ist wirklich in den Gehirnmetabolismus, in den Stoffwechsel, muss ich dir vorstellen, deines Gehirns, was ja das hochsensibelste Organ ever ist, da wird eingegriffen. Und das geht ja voll auf deine Stimmung, ja. Und manchmal ist es ja so, dass wenn man Medikamente, Psychopharmaka anfänglich nimmt, dass sogar die schlimmen Symptome, die man damit beheben will, sich verstärken. Depressive Symptome, auch suizidale Gedanken, Wünsche, das kann sich verstärken in dieser Phase einer Medikamenteneinstellung, also wenn du neu beginnst, ein Psychopharmakum zu nehmen, aber auch in einer Medikamentenumstellung, also wenn du von einem Medikament aufs andere umstellen möchtest. Bitte, bitte hab Geduld mit dir, ja? Hab da echt Geduld mit dir, da bleibt dir nichts anderes übrig. Deswegen heißt es ja oft, man soll in der Klinik unter ärztlicher und therapeutischer Aufsicht, wobei mehr unter ärztlicher, weil du bist ja gar nicht psychotherapiefähig, wenn du in einer Medikamentenumstellung steckst, weil das so stressig für dich ist, psychisch stressig und körperlich stressig. Also viele sagen, besser in der Klinik eingebettet sein, weil wenn du zu Hause bist, drehst du komplett am Rad. Ne? Also bitte, bitte hab Geduld mit dir und Verständnis. Sehr gut, dass du es gefragt hast. XY ist da, hat die Nachricht zurückgezogen. Schade, ich bin so ein neugieriger Mensch. Ich würde gerne wissen, was du wissen wolltest. Unicorn, Monika, meiner Tera ist aufgefallen, dass ich meinen vor kurzem verstorbenen Mann bei ihr nie mit seinem Namen angesprochen habe und sie gar nicht wusste, wie er hieß. Welche Ursache kann das haben? Das kann verschiedene Ursachen haben. Als erstes fällt mir ein, dass man oft, das ist mir auch schon oft bei meinen Klientinnen und Patienten aufgefallen, die Menschen, die am nächsten stehen, total vergisst. Und dann erschrickt man. Bei so Familienausstellungen mit Figuren, da stellen die Menschen in meiner Praxis dann auf, so, das bin ich, das ist meine Schwester, das ist meine beste Freundin, so Figürchen, ne, nebeneinander, um zu veranschaulichen, welchen System, Bezugssystem sie sich befinden, weißt du, und dann weiß ich ja, dass die Frau zum Beispiel verheiratet ist, die vor mir sitzt oder einen Freund hat oder was auch immer, ne, oder Kinder, und dann sage ich, ist das Bild jetzt, das Sie hier aufgestellt haben, schon vollständig? Und die sagt dann, ja, also mir fällt jetzt niemand mehr ein. Und dann sage ich, und Ihr Freund oder Ihr Mann? Ups, um Gottes Willen, den hätte ich jetzt fast vergessen. Weißt du, es kann wirklich so sein, dass der so selbstverständlich für dich ist, dass du deswegen den nicht genannt hast. Wie so ein Selbstobjekt. Das sind diese Menschen, die uns so selbstverständlich sind, dass sie wie ein Teil von uns sind. Manchmal vergisst man ja auch, sich selber aufzustellen, wenn einen der Therapeut nicht darauf hinweist. Also das würde ich jetzt nicht als schlechtes Zeichen sehen. Oder aber es war auch, kann natürlich auch anders interpretiert werden, eine zweite Variante, die mir jetzt gerade so einfällt, wäre, dass du einfach mal den Raum für dich wolltest und nicht immer nur von euch oder von ihm sprechen, weißt du, weil du halt sehr stark auch dich an ihm vielleicht orientiert hast oder auf ihn ausgerichtet warst, dass du bewusst in der Therapie dir mal den Raum genommen hast für dich, was ja auch ein gutes Zeichen ist. Denn Psychotherapie ist ja für dich da, das sage ich jetzt zu euch allen. Also wenn ihr in eine Psychotherapie geht, dann geht es ja nicht darum, die Therapeutin zu bespaßen, zu unterhalten oder
die Rechenschaft abzulegen über irgendwas. Nein, darum geht's nicht. Grinst da so. Darum geht's eben nicht, sondern es geht um was anderes. In der Therapie geht's darum, dass du lernst, dich selber so wichtig zu nehmen, dass du mal bei dir bleibst, dass du mal guckst, wie fühlt sich das für mich an? Wie fühle ich mich gerade für mich selber an? Was ist mir eigentlich wichtig, da dahinter zu kommen, gemeinsam unter nicht Anleitungen mit der Hilfe deiner Therapeutin? Okay, Liz, du sagst, ich hoffe, dass ich den Startpunkt der Klinik noch verschieben kann, dann werde ich es machen. Okay, es kommt dir zu schnell anscheinend, ne? Eva R., ist es als Psychotherapeutin anfangs schwer, privat nicht über die Klienten und ihre Erzählungen reden zu dürfen, also mit der Familie? Naja, weißt du, es kann schon passieren, dass ein Psychotherapeut auch mal was über einen Klienten erzählt, aber natürlich ohne den Namen zu nennen und ohne zu sagen, wie alt der ist und ohne zu sagen, wo der lebt und ohne zu sagen, welchen Beruf der nachgeht. Also ohne den identifizierbar und erkennbar zu machen. Es kann schon mal sein, so wie ein Arzt nach Hause kommt, der steht ja auch laut hippokratischem Eid, den jeder Mediziner schwören muss und ablegen muss, steht ja jeder Mediziner, jeder Arzt, jede Ärztin auch unter Verschwiegenheit. Die erzählen aber auch, heute hatte ich eine schwere OP, das war so eine junge Frau und die hatte einen Blinddarmdurchbruch und die wäre fast gestorben und die hatte zwei Kinder und da musste ich dem Mann dann sagen, dass es Komplikationen gab. Also sowas kann ja ein Arzt auch mal zu Hause der Familie erzählen. Man sollte die Familie natürlich nicht damit belasten und belangen. Und ich mache das auch nicht. Aber es kann schon sein, dass man mal was erzählt. Aber eben, so wie ich dir gesagt habe, den Datenschutz unbedingt dabei einhalten. Also man kann jetzt nicht erzählen, Herr Schuster, der Nachbar war gerade bei mir und stell dir vor, dessen Freund kommt jetzt zu mir in Therapie und der arbeitet in Hamburg als, weiß ich nicht was, Klempner. Nee, so geht's natürlich nicht. Ne? Das wäre Datenschutzverstoß, das wäre ein Gesetzesverstoß, das wäre ein krimineller Akt. Verschwiegenheit, 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 meine Lieben. Nö, also es fällt nicht schwer, weil ich habe ja Supervisoren gehabt am Anfang, wenn man als Psychotherapeutin zu arbeiten beginnt, ist es ja sogar verpflichtend, ja, dass man in Supervision geht. Supervision heißt, man geht zu einem erfahrenen Kollegen, Kollegin und erzählt ihr oder ihm von den Fällen, die man gerade bearbeitet, also von den Patienten, mit denen man zusammenarbeitet, eben drum, damit man Input kriegt und nicht so im freien Fall arbeiten muss. Damit die sagen, mach das lieber so oder hast du schon mal an das gedacht oder ich glaube, du gehst ja in die falsche Richtung. Ne? Damit man als junger Anfänger Feedback kriegt und reden kann. Sydney, gute Besserung, wenn du erkältet bist. Ja, also ich habe bis kurz vor 8 habe ich Zeit, so um den Dreh. Kann aber auch sein, dass wir früher Schluss machen, je nachdem, wie es hier läuft. Nur damit ihr wisst, weil nachher habe ich noch zu arbeiten, dann habe ich noch Gespräche. Heute ist Samstag, ja. Ist so. Internet macht es möglich, ne? Zoom-Konferenzen mit Deutschland und der Schweiz. Das klingt so, ne? Wir schalten Deutschland zu, wir schalten die Schweiz zu. Wie beim Eurovision Song Contest. Naja, ich finde das aber sehr praktisch, weil man kann wirklich ortsunabhängig, ihr wisst ja, ich habe auch schon einen Livestream von Sri Lanka und von den Malediven ausgemacht und von ich weiß nicht wo. Das ist schon cool, finde ich. Und man kann eben auch Therapiesitzungen von überall machen jetzt, wo halt Internet ist und es ist ja schon überall Internet. Wie grenzen Therapeuten sich ab, wenn sie Patienten dann doch auch zu sehr mögen? Ja, das ist eine gute Frage, XY. Manche machen es eben zu wenig und gar nicht. Es gibt in jeder Berufsgruppe schwarze Schafe. Ich höre immer wieder von Klientinnen, dass ihr voriger Therapeut sich zu wenig abgrenzte oder ihnen sogar, teilweise gibt es das auch, Avancen machte. Es gibt ja sogar den Fall, dass eine Beziehung entsteht, dass grenzüberschreitendes Verhalten stattfindet, auch seitens des Therapeuten. Das kommt Gott sei Dank, ich betone es, sehr, sehr selten vor. Also du kannst dir im Prinzip zu 99% sicher sein, dass es nicht vorkommt, aber es gibt noch immer, oder sagen wir mal zu 95%, ich weiß jetzt keine Statistik, aber es kommt natürlich auch vor, dass jemand aus diesem Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnis, weil du bist ja abhängig davon, dass der Therapeut mit dir so umgeht, wie er das auch soll, dass daraus ein Nutzen geschlagen wird. Ne?
Wenn jemand, ein Therapeut, sich zum Beispiel in eine Klientin verliebt oder eine Therapeutin in einen Klienten oder in eine Klientin verliebt, dann ist das natürlich eine sehr heiße, prekäre, brenzlige, sagt man in Österreich, Situation. Und würde mir das passieren, würde ich das in jedem Fall ansprechen, nicht für mich behalten, würde es der Klientin oder dem Klienten transparent machen. Es ist mir noch nie passiert, in all meinen Berufsjahren noch nie passiert. Aber wahrscheinlich kann es mir auch gar nicht passieren, weil ich diese absolut professionelle Haltung habe. Ich sehe zwar, wenn mir jemand extrem sympathisch ist und ich merke das und spüre das natürlich, aber ich bin ja in einer anderen Rolle. Ich bin in meiner Rolle als, jetzt hätte ich beinahe gesagt, mütterliche Therapeutin, aber irgendwie ist man ja für jeden Klienten, auch wenn der älter ist für einen, wie eine Mutter. Also in der Therapie wird ja oft dieses Mutterverhältnis auf einen projiziert oder auf männliche Therapeuten eben dieses Vaterverhältnis. Diese Übertragung habe ich ja heute eingangs schon erwähnt, als gefragt wurde, ob das irgendwie schlimm ist, wenn man die Kunsttherapeutin wie eine Mama mag. Nein, ist gar nicht schlimm. Ist normal, ne? In der Therapie, dass sich das so ergibt. Das ist nichts Schlimmes. Aber wie man damit umgeht, ist ganz, ganz sensibel, ne? Also abgrenzen. So ein Therapeut muss sich abgrenzen, wenn er den Klienten zu sehr mag. Soll heißen, sich deklarieren, sich positionieren, mit dem Klienten, der Klientin so drüber reden, dass die eben nicht geschockt werden oder irgendwie dann sich verantwortlich fühlen oder gar schuldig fühlen. Und wenn es nicht anders geht, halt das so erklären, dass die Zusammenarbeit auf psychotherapeutischer Ebene, wenn man jemanden zu sehr mag, nicht mehr möglich ist, weil man da abgelenkt ist, weil man da nicht mehr in dieser psychotherapeutischen Haltung sein kann. Das ist dann nur ehrlich, wenn das so ist. Ja, weil dann ist man ja befangen. Du musst ja auch eine gewisse Distanz haben, eine professionelle Distanz, wenn du mit jemandem psychotherapeutisch oder ärztlich oder einfach im sozialen Bereich arbeitest, sonst kommst du zu so einer grenzüberschreitenden Verquickung von zwei Menschen und vielleicht auch Verschmelzung. Und dann ist dieser ganze Raum, der für dich da sein sollte, eben nicht mehr nur für dich da, sondern entsteht was Drittes, eine Liebe oder eine, weiß ich nicht, tiefe Freundschaft. Aber all das ist eben etwas anderes, nichts Besseres, nichts Schlechteres, aber etwas völlig anderes als Psychotherapie, als dieses psychotherapeutische Verhältnis, auf das es in einer Psychotherapie nun mal ankommt. Ich finde das so toll und wertvoll, wie du oder wie sie das alles mit den Videos und Livestreams machst. Ich konnte schon sehr viel lernen, sagt TF, das freut mich. Bin seit gestern nach langer Zeit wieder ziemlich erkältet, das hatten wir schon. Sunny, Monika, ist es sinnvoll, die Therapie weiterlaufen zu lassen, wenn meines Erachtens die Abstände zu lang sind? Habe das Gefühl, ich fange jede Stunde von vorne an, erzähle nur, was die Zeit über passiert. Ja, sprich das doch unbedingt an, gibt es ja keine Lösung, könnt ihr das nicht öfter machen, in einer niedrigeren, also in der höheren Frequenz, so meine ich. Monika, ich werde gerade von, achso, das hatten wir, Umstellung, Medikamentenumstellung. Dürfte man mit Erkältung zur Therapie kommen oder dann doch besser telefonisch? Also wenn du jetzt nicht Corona infiziert bist, warum solltest du nicht kommen? Also ich hätte damit kein Problem, federleicht. Man muss natürlich die Auflagen einhalten, die gerade in dem jeweiligen Land gelten, ne, für Psychotherapie. Und dann geht's schon. Wenn dir das wichtig ist, so face-to-face in Präsenz. Brian Walter, meine Therapeutin, sagt immer, es ist ihre Therapie. Ist es okay, wenn ich meine Therapeutin in einer Sitzung darum bitte, mich einfach aufzubauen und ich dabei schweigen darf? Ja, wenn sie das macht. Ich hoffe, sie macht das, ne? Sie steigt drauf ein, aber vielleicht will sie dich unbedingt zum Reden bringen. Vielleicht sieht sie da irgendeinen großen Sinn drin. Ich kenne die ja nicht so gut, dass ich das beurteilen kann. Vielleicht glaubt sie, dass das für dich total wichtig ist, dass du ins Reden kommst, ja, und will dir das deswegen nicht abnehmen oder auch wegnehmen. Ja, was kreativ dir antwortet, ist auch sehr gut, Brian.
Meine Therapeutin sagt, Lisa würde für mich Tabus brechen. Allerdings sage ich dazu immer nein, wegen dem professionellen Abstand und der therapeutischen Beziehung. Was heißt Tabus brechen? Was meinst du damit? Süßes Teddybärchen ist da. Brainspotting ist keine schlechte Sache. Ich habe ein Buch drüber. Monika Macaroni. Wollte ich auch schon mal ein Video drüber drehen. Kerstin Krüger, hallo Monika, woran würdest du merken, dass dein Setting einmal die Woche Therapie nicht genug ist für deine Klientin, dass sie mehr oder zum Beispiel anderes braucht? Also ich würde es daran merken, dass wir irgendwie gefühlt nicht weiterkommen, dass wir stocken, dass sie nicht ins Reden kommt, dass sich keine Entwicklung zeigt, kein Flow aufbaut. Daran würde ich es irgendwie merken. Wie fanden Sie Ihr Studium, wenn ich fragen darf, sagt Marcel C. Also mein Philosophiestudium, das fand ich cool. Da habe ich neulich sogar meinen Logikprofessor gegoogelt. Ich glaube gestern oder vorgestern, weil ich wissen wollte, wie alt der jetzt ist. Der ist jetzt so um die 80 und habe kurz überlegt, ob ich den mal auf einen Kaffee einladen sollte, weil es eben so schön war. War echt schön, das Studium. War eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Ich habe ja erst spät begonnen, brauchte lang. Habe zuerst nur literarisch gearbeitet, also Bücher geschrieben, Romane. Und dann erst mit Mitte 20 habe ich mich durchgerungen, doch meinen Fuß auf die Uni zu setzen. Und dann habe ich es aber sehr schnell hingekriegt. Und per Zufall war es Philosophie. Ich wollte das zuerst gar nicht. Aber so kam ich dann eben über die Philosophie zur Medizinethik, zur Bioethik, zu ethischen, moralischen Fragestellungen, zu der Fragestellung, wie geht man als Arzt mit Patienten um? Da habe ich dann ein Buch drüber geschrieben und so kam ich eigentlich über Umwege, über die philosophische Praxis zur psychotherapeutischen Praxis. Also habe das dann noch als ergänzende Ausbildung hinzugenommen, weil ich einfach meinte, das wäre gut, Philosophin und Psychotherapeutin zu sein. Siehst du, wenn du mich was Persönliches fragst, schon komme ich ins Schwatzen. Ich fand die Logikkurse im Philosophiestudium furchtbar. Ariana, ja, ich auch, aber es war trotzdem so schön, diese Klarheit zu finden. Es war so im Vergleich zur Mathematik, was ich so in der Schule gehasst hatte, was trotzdem eben dank des Professor Kamitz hieß er, heißt er, um Gottes Willen, hieß er damals und heißt er noch heute, Reinhard Kamitz, dank seiner war es sowas von cool und klar und ich kam mir so richtig schlau vor und ich hatte echt gute Noten. Auch in Logik, Jungtoren-Logik, Quantoren-Logik, du weißt, was ich meine. Aber natürlich habe ich die Metaphysik viel mehr geliebt, ne? Wenn ich sage Metaphysik, denken sich die Leute, hä? Die hat Philosophie studiert und dann spricht sie von Logik? Metaphysik, das klingt irgendwie so, ne? So irgendwie nach Naturwissenschaften. Ja, Philosophiestudium war sehr, sehr spannend für mich. Ja, Semin, danke Monika. Sollte man die Mutterübertragungsgefühle in der Therapie auflösen? Wie sollte man damit umgehen? Siehst du das Nachholen als Chance? Ja. Man sollte darin auch nicht sitzen bleiben, oder? Nee, sollte man nicht. Aber ein bisschen bleibt man drin sitzen, habe ich euch ja gesagt oder gezeigt, als ich den Dr. Pass nach 25 Jahren gefühlt, ich glaube, es waren 20 Jahre, 25, keine Ahnung, wieder traf meinen früheren Psychoanalytiker, da war ich ja auch in den Gefühlen irgendwie sitzen geblieben, er nicht. Er hat mich als eine ganz normale Kollegin wahrgenommen, ne? So eine Kollegin, die halt irgendwann vor gefühlt 100 Jahren bei ihm auf der Couch gelegen hatte und halt eine Klientin gewesen war in der Ausbildungszeit, aber ansonsten hatte der no problem mit mir. Ich hingegen noch immer, wie wenn ich einen Superstar begegnen würde. Also die Übertragung hat bei mir nicht aufgehört. Und es war auch für mich wichtig, das rauszufinden, weil ich mich mit diesem Phänomen der Übertragung, ja, das seht ihr in dem Video, sowas von beschäftige, weil die Übertragung ja immer, immer Platz greift. Das ist ja nicht nur in der Psychotherapie so, sondern auch wenn du einem wildfremden Menschen zum ersten Mal begegnest, wenn du ein Date hast oder wenn du auf der Straße jemand begegnest, es ist immer eine Übertragung da. Soll heißen, diese Person löst irgendwas in dir aus und weiß es gar nicht. Natürlich weiß sie es nicht, ne? Und es kann sein, dass sie dir mega sympathisch ist, dass du meinst, sie schon immer gekannt zu haben. Es kann aber auch sein, dass du aggressiv wirst oder dass du Angst kriegst vor jemanden oder dass du ein mulmiges Gefühl hast zu jemanden, obwohl der gar nichts getan hat, ne?
und genauso triggern einen Situationen und triggern einen Gerüche. Und das ist so, so spannend. Und ich wollte einfach wissen, was triggert der Dr. Pass, wenn ich ihn nach so einer langen Pause wiedersehe? Ja, und er hat die Übertragungsgefühle getriggert. Also so ganz kommst du aus der Nummer nie raus. Ja, ich kenne auch viele, die so ähnlich wie ich nach 20 Jahren ihren Psychotherapeuten oder Psychoanalytiker wieder aufgesucht haben und dann sich erschrocken haben, wie stark diese Gefühle trotz der langen, langen Zeit ohne einander quasi noch immer da sind. Also erschreckt euch nicht davor. Das ist was völlig Normales. Das wird natürlich künstlich herbeigeführt. Künstlich ist jetzt aber trotzdem die Übertragung nicht. Aber die Herbeiführung ist künstlich, weil du wirst ja quasi jetzt nicht dazu verpflichtet. Du verpflichtest dich ja selber, du willst das ja auch, du gehst ja regelmäßig zu den Menschen hin und durch diese Regelmäßigkeit entsteht so was Tiefes dann. Weil diese Person ja dann vor dir sitzt und einfach nur da ist. Für dich da. Und das, dass da plötzlich jemand sitzt und nur für dich da ist, das löst dann das aus. Weißt du? Weil das hätte ja eigentlich deine Mutter sein sollen, ne? Und dein Vater. Die ersten Bezugspersonen hätten für dich da sein sollen. Waren sie aber nicht oder zu wenig. Und deswegen dieser Mangel, der da in deinem Inneren irgendwo weggedrängt ist und irgendwo unterdrückt ist und der aber eine innere Anspannung macht und vielleicht so auch zu Symptomen führt wie selbstverletzenden Verhalten oder Selbsthass oder Suizidgedanken, Todessehnsucht, innere Daueranspannung. Weißt du, was ich meine? All das ist sozusagen ein Signal, dass das so viel unterdrückt wird und dass da dieser Mangel besteht. Und dann sitzt da jemand und scheint endlich für dich da zu sein, scheint endlich zu erfüllen, was die anderen nur versprochen haben, indem sie den Titel Mama und Papa trugen, aber sich nicht so benommen haben. Und dann natürlich, dann kommt das, dann kommen diese Wünsche hoch und dann klammert man sich fast im Geiste oder in Wirklichkeit an den Therapeuten und will endlich, endlich gehalten werden, im buchstäblichen Sinne gehalten und aufgefangen werden. Und dann ist es natürlich frustrierend, wenn das nicht passiert und der Therapeut grenzt sich ab und sagt nach 50 Minuten oder 60 Minuten so, wir müssen jetzt aufhören. Dann ist es jedes Mal so ein kleiner Schmerz und jedes Mal so eine kleine Zurückweisung. Und genau da musst du dann dranbleiben und drüber sprechen. Dann kann es heilen. Und du brauchst natürlich auch einen Therapeuten, der ein wirklicher Partner ist. Und nicht einer, der dann irgendwie unempathisch ist. Weil es gibt natürlich auch da solche und solche, wie in jedem Beruf. In jedem sozialen Beruf gibt es die Begabteren und die weniger Begabten. Ne? Jasmin? Monika, ich habe Angst, dass meine Gefühle zu meiner Kunsttherapeutin kindlich sind, weil man erwachsen ist und sie nicht meine Mutter ist. Das sind ja Gefühle, die sehr nahe sind. Ja klar, aber ich habe dir gerade versucht zu erklären, warum das so ist und dass das nichts mit kindlich sein oder zu alt sein oder sonst was zu tun hat. Da sitzen 70-Jährige von mir und träumen noch davon, eine Mama zu haben, weil ihre Mama nicht für sie da war. Das ist ein Lebensthema. Find dich bitte damit ab. Es ist nicht so, dass es ein Ablaufdatum hat und nun ist es plötzlich 30 oder 50 und sagt, so, ich brauche jetzt nichts mehr. Meine Gefühle sind gestorben. Nein, du hast diesen Mangel, solange er da ist. Bis dieser Mangel ausgeglichen wird. Und deswegen gehst du ja in Therapie. Also unterdrück diese Wünsche nicht, sondern sei da ein bisschen selbstbewusster. Nimm dich selber wichtig und ernst mit deinen Gefühlen. Versuch's, trainier's. Deswegen guckst du ja diesen Livestream. Ich hoffe, du glaubst mir das, was ich dir rate, dass es wirklich das Richtige ist, jetzt auf diesem Weg, den du da gehst. Eine Psychotherapie ist ein ziemlich beschwerlicher Weg. Aber glaub mir, wenn du ab und an über deinen Schatten springst, kommst du weiter. Am Anfang fühlt es sich komisch an, aber wird dann auch irgendwann Routine. Und fühlt sich dann irgendwann gut an, nicht mehr fremd. Monika, wie damit umgehen, wenn die Figur der Therapeutin triggert, bin wegen einer ES in Therapie. Oh Mann, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich rate ja immer dazu, darüber zu reden. Ja? Ist sie denn für dich gefühlt die Richtige? Frag dich das mal. Oder willst du es dir nur einreden, um sie oder dich nicht zu enttäuschen oder weil du glaubst, dass du niemand anderen finden würdest? Eva R., ist es als Psychotherapeutin anfangs schwer, privat nicht über die Klienten und ihre... Das hatten wir doch schon. Was wäre denn ein Fehlverhalten eines Therapeuten, auch vielleicht, was nicht so ersichtlich ist, Lebensgewicht? Ja, also wenn der jetzt nur mehr von sich redet und die ganze Zeit nur Tipps gibt und ins Wort fällt, dann wäre das auch ein Fehlverhalten, würde ich mal sagen.
Denn diese schnelle Tipps geben ist ja auch nicht Aufgabe des Psychotherapeuten. Wenn Tipps von außen, die gebe ich euch jetzt, aber dies ist ja keine Therapiesitzung. Normalerweise ist es besser, wenn man selber dahinter kommt. Ne? Dann kann man es eher anwenden, als wenn es einem von außen quasi aufgeschwatzt wird. Passion Flower. Aber ist dieses Nachholen nicht sehr heilsam, zum Beispiel über Umarmungen? Was sind die Vor- und Nachteile von Körperarbeit? Also die Vorteile sind, dass man wirklich zum rechten Zeitpunkt genau das kriegen kann, was man so sehr herbeisehnt und so sehr entbehrt hat und was einem so gefehlt hat. Zum Beispiel in den Armen. Das weniger Gute, was mir so auf die Schnelle einfällt, ist, dass es dann ausufern kann. Dass dann tatsächlich Gefühle hinzukommen können, die so stark sind, dass man dann eben eine obsessive Liebe, Verliebtheit, so ein Liebeswahn entwickelt und dann anfängt, vielleicht den Therapeuten zu stalken oder was auch immer. Es kann natürlich ausarten, wenn man dann den Therapeuten quasi körperlich nahe fühlt und riecht. Es können auch sexuelle Wünsche daraus entstehen. Eifersucht auf den Partner, die Partnerin des Therapeuten, der Therapeutin, auf die Kinder von dem oder von der, das kann alles Mögliche dann die Folge sein, wenn zu viel große Nähe entsteht. Also deswegen ist es auch wichtig, gewisse Wünsche, sage ich mal, abzufedern, weil alles, was sich der Klient, die Klientin von woanders holen kann oder von sich selbst, aus sich selbst heraus holen kann, ist natürlich auch mega viel wert. Sonst entsteht eine große, große Abhängigkeit, die dann auch krankhaft sein kann. Und wenn der Therapeut das übersieht und diese Abhängigkeit zu groß werden lässt, dann ist es an ihm, das wieder abzufedern. Ist aber gar nicht so einfach. Hatte ich auch schon erlebt, dass manchmal die Abhängigkeit so schmerzlich empfunden wurde von Klientinnen von mir, dass wir dann daran zu arbeiten hatten, dass sie die Distanz zu mir wieder aushielten. Ich bin ja keine körperbezogene Psychotherapeutin, aber da ging es meistens auch um diesen Wunsch nach Umarmung, diesen Wunsch, mir körperlich nahe zu sein, sich bei mir anzuschmiegen, in meinen Armen zu liegen, solche Dinge. Ne? Vor allem diese Umarmung, diese Nähe, diese körperliche Nähe zu haben. Das hat mich oder bringt mich immer wieder an meine Grenzen, weil ich dann merke, dass ich in der Gegenübertragung oft eine Wut spüre. Also nicht jetzt, dass ich eine Wut auf die Klientin habe, ich als Monika auf die Klientin Sibylle oder so, aber man sagt ja, die Gegenübertragung, also die Gefühle, die mein Gegenüber, meine Klientin bei mir auslöst, die haben ja was mit ihr zu tun, mit ihren verdrängten Gefühlen. Und wenn ich da zum Beispiel Aggression oder Wut spüre, dann ist es meist die verdrängte, unterdrückte Aggression und Wut der Klientin, die aber nach außen hin nur ihre Liebesgefühle oder ihre Idealisierungsgefühle zu mir empfindet und das andere sich gar nicht erlaubt zu empfinden, die Wut, die sie vielleicht auf mich, aber eigentlich ja auf ihre Mutter hat oder auf ihre ersten Bezugspersonen oder auf die Lehrerin, die gemein zu ihr war. Ja, so ist es. Echt, so ist es. Der Therapeut ist ja nicht nur Projektionsfigur für Liebesgefühle und für Idealisierungen, so quasi, der wird ja nicht nur glorifiziert und angebetet, sondern der wird ja auch gehasst manchmal. Man muss da herhalten als Projektionsfigur, wie eine Leinwand, auf die man das halt projiziert. Und wichtig ist, darüber zu reden und diese Gefühle nicht komplett zu unterdrücken, weil die sind ja trotzdem da. Alles, was du unterdrückst, ist trotzdem da und kommt dann irgendwie raus. In Form einer Symptomsprache oder auch in Form einer Somatisierung, soll heißen, Soma ist griechisch der Körper, dass du Kopfschmerzen kriegst. Das wäre sozusagen eine Umwandlung in was Körperliches. Du kriegst dann Magenschmerzen, Kopfschmerzen, ein Globusgefühl, so ein Druckgefühl, wenn du beim Therapeuten sitzt, wenn du eben vieles zurückhältst, hast eine dauerinnere Anspannung, musst da auf Klo oder kannst nicht mehr auf Klo. Also irgendwie zeigt sich, dass da was zurückgehalten wird, glaub mir das. Und wenn nicht sofort, dann später. Was kann ich machen, wenn ich mich in der Therapie unfähig fühle, meine Gefühle wahrzunehmen, zu benennen, sagt Miriam Bichler. Das ist keine Prüfungssituation. Mach dir das erstmal bewusst. Die Therapie ist keine Prüfung, kein Test, keine Prüfungssituation, wo du irgendwas abliefern musst. Nö, ist es einfach nicht, Miriam. Du kannst da ganz gechillt sein. Dann sprich genau über diese Schwierigkeit. Ja, dann sag, du spürst jetzt im Moment gar nichts außer einer Leere oder du. Ja, oder ein Tipp, den ich immer wieder gebe, ist auch, dass du, wenn du gerade noch die Gefühle hast, das entweder auf dem Audio sprichst, also audiomäßig eine
Audionachricht machst damit oder eben was notierst, ne? Und dann die Therapeutin lesen lässt oder vorliest oder was auch immer. Oder sie liest sie dann vor. Es gibt auch viele Klientinnen, die mir E-Mails schreiben mit Attachments und das lesen wir dann gemeinsam in der Sitzung. Jo, so. Hallo Kreativ und Sydney, Grüße aus Hessen. Hallo Schiene. Mit Tabus brechen meine ich, dass ich zum Beispiel Stunden splitten würde, wenn ich in der Familientherapie bin und den Kontakt brauche, oder dass sie mehr Persönliches erzählt, sie macht Tiefenpsychotherapie. Jo, Lisa, das liegt bei dir, ob du das in Anspruch nimmst oder nicht, ne? Aber ich finde da nichts Anrüchiges, so wie du das schilderst. Du musst da nicht auf deine Therapeutin achten, das sollte sie selber können, ne? Also das meine ich jetzt so, wie ich sag. Monika, triffst du noch ehemalige Patienten oder ist das ein Tabu? XY, also ehrlich gesagt, ich überlege gerade mal. Also Tabu ist es keines, aber es ergibt sich eigentlich nie. Entweder die sind mega lange bei mir, dann sind sie ja weiterhin meine Klienten oder Patienten, oder die haben irgendwie eine große Veränderung im Leben, brauchen mich dann Gott sei Dank nicht mehr. Oder sind so weit weg, aber meistens können die ja nicht weit genug wechseln, um mich nicht doch zu erreichen, wenn sie das möchten. Heutzutage geht es ja auch per Internet, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Also nee, also so eine Freundschaft mit einer Ex-Klientin oder Ex-Klienten, so doch, jetzt fällt es mir an, nicht Freundschaft, aber da gibt es schon ein paar, mit denen ich noch in irgendeiner anderen beruflichen Art und Weise immer wieder mal Kontakt hatte, aber eben lang nach Ende der Therapie erst, also mindestens ein Jahr später. Ja, aber nö, also nein. Aber Tabu ist es trotzdem keins. Aber ich würde mir das schwer tun, weil irgendwie, habe ich dir ja vorhin erklärt, diese Übertragung, die ist so dicht, so intensiv, dass das immer irgendwie bei späteren freundschaftlichen Beziehungen, glaube ich, schon mitschwingen würde und man sich immer noch in dieser Rolle ein bisschen fühlt, ne? Dass man so ganz aus der Rolle rauskommt, unwahrscheinlich. Aber es ist jetzt kein Tabu, mit Klienten weiter in Kontakt zu bleiben. Finde sogar naheliegend, weil die liegen mir am Herzen. Ich freue mich immer, wenn die mir was schicken oder ein Lebenszeichen geben. Aber jetzt so auf dem Kaffeetreffen eigentlich nicht. Meine Analytikerin sagt mir immer, ich mache die Therapie nur für mich und mein Weiterkommen und nicht für sie. Ich arbeite für mich an Beziehungsfähigkeit und wieder Vertrauen in Menschen fassen. Schienenbussprinter sagt das. Kann ich nur beipflichten. Natürlich machst du die Therapie für dich und nicht für sie. Herzenstanz ist da. Worei, hast du auch Situationen, zu denen du gerufen wirst, wenn ein Patient kurz vor Suizid ist? Also in der, ja, hatte ich auch schon. Hatte ich auch schon. Das ist ein Riesenthema. Markus Schödel, hallo. Traumchaos. Ich kann schon seit vielen Monaten nur noch wenigen Körperkontakt haben. Zuletzt waren selbst ganz kurze Handberührungen meiner Oma unerträglich. Wie kann ich das wieder ändern? War da ein Auslöser? Also müsste dann natürlich genauer hingucken, was das ausgelöst hat, ob dich irgendwas getriggert hat oder ob du einfach vielleicht ja so eine Phase hast, wo du viel Raum für dich selber brauchst. Wenn sich das jetzt nicht gut anfühlt, dann ist es so. Das wird auch wieder anders werden. Vertrau drauf. Passionflower, was könnten mögliche Ursachen einer gestörten Selbstregulation sein, bis auf Entwicklungstrauma? Ein Video bezüglich Selbstregulation wäre sehr interessant. Danke für deine vorherige Antwort. Oh, bitte. Selbstregulation ist total wichtig, weil wir alle wollen uns ja irgendwo unter Kontrolle haben. Und das Schwierigste ist ja für dich wahrscheinlich auch, wenn Gefühle daherkommen, mit denen du gar nichts anfangen kannst. Wo du denkst, nein, wieso bin ich jetzt schon wieder so schlecht drauf? Gerade war ich noch gut drauf. Also dieses Gefühle, Emotionen regulieren ist total schwierig. Und so ganz kann man es nie, weil Gefühle sind ja nicht steuerbar. Aber du kannst zumindest deine Resilienz stärken, die Fähigkeit, Gefühle abzufedern, die dich gerade mal stören oder so zu fokussieren, dass du dich nicht dauernd aus der Bahn geworfen fühlst von deinem eigenen Innenleben.
Hatte ich einen Klient schon mal gestalkt? Moni Macaroni kommt leider immer wieder mal vor, aber nicht so, dass es straffällig war, aber so gestalkt im Sinne von dauernd verfolgt schon. Und ich hatte ja mal jemanden, der mich gestalkt hat, war aber keine Klientin, sondern eine Zuschauerin. Und einmal war es auch mal eine beinahe Klientin gewesen, die mich eine Zeit lang verfolgt hat, sozusagen jetzt nicht körperlich, aber halt so auf allen sozialen Netzwerken und überall halt präsent war. Aber wie gesagt, das ist in diesem Beruf jetzt nicht so selten. Da bin ich jetzt keine große Ausnahmeerscheinung. Monika, wann ist häufiges Weinen noch normal oder Zeichen einer Depression, sagt Brian Walter. Also wenn Leidensdruck bei dir entsteht, wenn du eben dieses Gefühl hast, deine Gefühle gar nicht mehr regulieren zu können und nicht mehr Herr im eigenen Hause zu sein und wenn auch schon anderen das auffällt oder eins von beiden, entweder du leidest oder die anderen leiden unter, nicht dir, aber unter deiner ständigen Traurigkeit, unter deinem ständigen Heulen, dann ist es ein Zeichen, dass es eigentlich schon eher behandlungsbedürftig wäre, sodass du dir jemanden suchen solltest, der dir da raushilft. Ne? Aber wenn du eine Phase hast, wo du einfach viel die Tränen kullern hast, dann ist es nichts Schlimmes, nichts Schlechtes, sondern kann sogar eine wichtige Phase sein. Nur wenn das länger als, sage ich jetzt mal, 10 Tage dauert, dann würde ich schon mal kritisch hinschauen. Ja, aber nicht so, dass du gleich in Panik verfällst, bitte. Sondern sollte man einfach gucken, was steckt da dahinter, warum ist das jetzt so, was löst sich da aus deinem Inneren und wie soll es jetzt weitergehen? Was kann dir helfen? Nathalie Singh, ich und meine ehemalige Therapeutin möchten den Kontakt auch per Brief aufrechterhalten. Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um einen Brief zu schreiben? Dann, wenn du den Impuls spürst, meine Liebe. Hallo, liebe Monika, sagt JP, ist es Grund genug, wieder zur Therapie zu wollen, weil ich den Abschied von meiner ehemaligen Therapeutin nicht verkraften kann? Ich vermisse sie echt sehr, schon 9 Monate. Ja, das ist ein Thema eigentlich. Ich finde, wenn du so einen inneren Druck hast, wäre das ein Thema für eine Therapie. Oft kommen Leute zu mir, eben weil sie so einen Abschieds- oder Verlustschmerz nach einer abgerissenen, abgebrochenen, beendeten Therapie haben. Und das ist etwas, wo auch Trauerarbeit geleistet werden muss. Ist so. Das ist keine easy, cheesy, runde Sache, nur weil es eine Therapie war, wo du dann gleich zur Tagesordnung übergehen kannst. Da ist manchmal auch ein Riesenschmerz damit verbunden, weil das ja auch alte Wunden aufreißt, frühere Verluste oder Verlustängste wieder neu triggert. Und das gilt es nachzubearbeiten in der Therapie. Ja, das klingt jetzt irgendwie blöd, fällt mir gerade selber auf. So quasi, du brauchst eine Therapie wegen der Therapie, aber manchmal ist das echt so. Deswegen ist ja dieses Abschiednehmen, dieses Abrunden eines therapeutischen Prozesses so wichtig. An alle da draußen, die auch Psychotherapie machen. Ich will euch nicht belehren, ich will euch nur diesen heißen Tipp geben. Achtet drauf, dass eine Therapie nicht einfach so abreißt. Auch ich achte drauf und ich werde eigentlich am ratlosesten und verärgertsten dann, wenn mir einfach gesagt wird, so, ich habe jetzt eine Psychologin in meiner Nähe gefunden, ich möchte die nächste Therapiestunde bei Ihnen doch nicht mehr nehmen. Dann möchte ich zumindest ein abrundendes Gespräch, weil das auch für mich als Therapeutin wichtig ist. Wenn man eine Zeit lang zusammengearbeitet hat, sollte man nicht einfach so ausgetauscht werden, weißt du? Man will ja wissen, was steckt da wirklich dahinter. Das kann ja auch ein anderer Grund sein und nicht nur die Nähe, die regionale oder geografische der anderen Psychologin, sondern es kann sein, dass irgendwas gehakt hat oder dass irgendein Negativübertragungsphänomen stattgreift und die Person deswegen mich auf einmal meiden will. Also das sollte schon geklärt werden. Eine Therapie sollte niemals einfach nur so abreißen. Auch aus Sicht des Therapeuten nicht, aber schon gar nicht aus Sicht der Klientin, denn die ist ja dann retraumatisiert, soll heißen, sie hat nochmal die seelische Erschütterung, die sie eh schon hatte und als Kind möglicherweise, als die Mutter sie verließ oder ihr Vater oder ihr Eltern sich scheiden ließen oder irgendwas Schlimmes war, irgendwas ist verloren gegangen oder die Mutter war da, aber hat nichts mehr gesprochen, weißt du, was ich meine? Und wenn die Therapeutin sich dann auch in Luft auflöst, wird das ja alles wieder hochgeholt und dann brauchst du freilich Therapie. Weil das kein gutes Ende war, kein guter Abschluss. Als meine Therapeutin bei einem emotionalen Thema gelacht hat, habe ich gedacht, dass sie wegen mir lacht. Danach habe ich die Schutzhülle, die wir gemeinsam gemacht haben, kaputt gemacht. Jasmin, oh ja, das verstehe ich. Dein inneres Kind war total getroffen. Sei nicht böse mit dir, das ist halt so. Aber wichtig ist dann drüber zu sprechen, so wie du hier mit uns drüber sprichst. Ich habe gerade ein Praktikum im Krankenhaus. Wie reagiert man bei älteren Leuten, wenn man diese beruhigen will, aber sie immer nur sagen, man versteht das nicht, weil man ja doch noch nicht so alt ist wie sie?
Monika Macaroni, dann würde ich sagen, Menschen verstehen sich gegenseitig und wir sind ja auch Zeitgenossen. Sie sind zwar schon länger da, aber ich habe ja trotzdem Gefühle. Ich kann das nachfühlen, ja? Ich kann da mitfühlen. Ich spüre das, wie es ihnen geht. Vielleicht bin ich ein Naturtalent, kannst du ja sagen. Weißt du, das ist ja keine Frage des Alters. Man muss ja auch nicht alles erlebt haben, sonst müssten ja Psychotherapeuten alles, was sie behandeln und alle Krankheiten dieser Welt, alle psychischen schon selbst gehabt haben und dürften sonst gar nicht mitreden. Also das ist ein Trugschluss, den diese älteren Leute da haben, dass sie denken, man versteht sie nur, wenn man das selber erlebt hat. Sag, ich kann das aber mitfühlen, ich spüre das, wie es ihnen geht. Und ich hatte auch schon mal Krisen in meinem Leben, auch wenn ich jung bin. Ja? 15-Jährige können oft auf ein wildes Leben voll mit Ups und Downs und Krisen zurückblicken. Da braucht man nicht 50 oder 70 oder 80 dafür sein. Echt nicht. Also wenn ich denke, wie ich mit 16, mit 12 schon drauf war, da hatte ich auch schon mein Leben gelebt, gefühlt. Ne? Da hatte ich auch schon meine Ups und Downs und meine Krisen gehabt und meine, eigentlich die Megakrisen in dem Alter zwischen 15 und 21 war die Hochzeit. Nicht die Hochzeit, sondern die Hochzeit der Krisen. Da war alles schwer gefühlt. Alles. Jeder Tag. Also wenn man da einem jungen Menschen vorwirft, der weiß nicht, was Leiden ist, dann ist das ein Blödsinn. Echt. Vielleicht ist es denen zu gut gegangen im Leben und denken die, dass es bei dir auch so ist, wie es bei ihnen war in ihrem Alter. Keine Ahnung. Weißt du, es hängt ja nicht davon ab, nur die politische Lage, wie es einem wirklich gegangen ist im Leben. Laura, wie verarbeitet man etwas? Meine Therapeutin meint, man schaut sich die Verantwortungsanteile beider Seiten an, das klingt aber sehr mathematisch, damit es nicht wieder passiert und dann schiebt man es beiseite. Hä? Okay, wenn sie das so benennt, wird es schon seinen Sinn haben. Ich komme da nicht ganz mit, ehrlich gesagt. Es ist halt sehr technisch gesprochen, aber sie meint es sicher anders. Es ist, wie es ist. Hallo Monika, was hältst du von Rückführungen? Hast du selbst schon einmal eine gemacht? Wie war deine Erfahrung damit, falls du eine gemacht hast? Also ja, wenn es jemand was bringt und hilft, alles, was nicht schadet, ist okay. Das, was nicht nützt und nicht schadet, ist auch okay. Dann lernt man was Neues kennen. Ich fand es nicht so gut. Ich habe mal in einer Gestalttherapie, das habe ich ja schon mal erzählt, bei einem Lehrtherapeuten in meiner Ausbildungszeit so eine Rückführung gehabt, eine Stunde. Und danach war ich kurz davor, in die Klapse zu gehen. Echt. Also es war echt schlimm für mich, weil dieses Switching von diesem Therapeuten, das war echt fast traumatisierend für mich. Der hatte mich da gerade noch wie ein Baby im Arm gewiegt und eine Rückführung gemacht, eben ins Babyalter, indem er mich hyperventilieren ließ, so eine induzierte Hyperventilation. Also ich musste da so einatmen, 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 bis alles so vibriert hat, der ganze Körper. Ich dann irgendwelche Bilder gesehen habe und so eine Trance erreicht hatte. Ne? Und ich will jetzt nicht sagen, dass das eine schlechte Methode ist, aber er hat es eben nicht so gut gemacht, bei mir nicht so gut hingekriegt. Ich hatte dann fast schon eine Panikattacke damals. Ich war da, weiß ich nicht, so Mitte 20 oder so und lag da am Boden und dann lag der so über mir. Der lag nicht über mir, um Gottes Willen. Der hielt mich und saß so über mir und das war irgendwie fast bedrohlich, ja. Und dann, als er sich aufsetzt, also aufstand und sich an den Tisch setzte und die Rechnung schrieb, war das so richtig so BAM. Weißt du, ich war gerade noch in Trance gewesen und dann Rückführung und dann BAM, wieder die Gegenwart. Das war schlimm. Ich hoffe, ich habe jetzt niemand mit meinem Bang da irgendwie getriggert. Tut mir leid, aber das macht mich echt emotional, weil das war so gar nicht besprochen. Man muss vor einer Rückführung, bevor man in irgendeine frühere Entwicklungsphase mit einem Klienten geht, unbedingt mit dem drüber sprechen, was da passiert, was da passieren kann und was das Ganze bedeutet. Das hatte der nicht gemacht. Da gab es überhaupt kein Einführungs- und Erklärungsgespräch. Es war so richtig der Sprung ins kalte Wasser. Es war so richtig grässlich. Es war so richtig Geisterbahn gewesen. Und nie wieder war ich zu dem hingegangen. Und nie wieder hätte ich irgendjemanden empfohlen, zu dem hinzugehen. Und für andere war das der Mega-Guru gewesen. Ne? Der war, für andere war der richtig so, dass sie suchtartig hingingen und hochbegeistert davon waren. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, nicht jede Therapiemethode ist für jeden geeignet. Was dem einen hilft, zum Beispiel eine Rückführung, ist für den anderen geisterbahn. Wackelt der Stuhl? Kann sich irgendjemand noch an die Geist-Session erinnern? Macht mal das Emoji. Ich habe mich gerade in Saft geredet. Ich möchte jetzt das Emoji sehen. Wo sind die Insider? Wir müssen ein bisschen auflockern.
Monika hatte brutalen Therapiefanatiker. Ja, der war echt brutal. So, also für mich, für andere nicht. Das betone ich. Der war für andere ein Segen, ne? Aber für mich war das Hölle. Damals. Dass ich jetzt noch so davon erzählen kann, ne? Storytime-Book, ja. Ich liebe diese Geist-Emojis. Ich finde sie so süß, ich weiß nicht. Muss ich sofort lächeln. Mein inneres Kind kommt davor. Seht ihr, so geht das. Ihr müsst nur irgendwas Kindisches machen und schon grinst euer inneres Kind und ihr habt schon wieder was für eure Entspannung getan. Und das entspannt unglaublich. Ah, ja, Kathi und du, guten Abend zusammen. Nein, es hat kein Spukgespenst gegeben, Kathi und du. Wir spielen nur mit den Emojis. Keine Sorge, du bist nicht in der Geisterstunde gelandet. Stimmt, ich habe normalerweise eh viel Menschenerfahrung und viele bewundern mich für den Umgang mit Patienten. Vielen Dank für deine Antwort, sagt Moni Macaroni. Weißt du, und du sollst das nicht überheblich zu diesen älteren Menschen sagen, sondern echt authentisch, weil du es glaubst und dann strahlst du es auch aus und sei nicht enttäuscht, wenn die das nicht raffen, dann ist es für die halt so, ne? Du musst dir auch nicht zwingen dazu, sich helfen zu lassen. Weißt du? Es gibt auch Leute, die sind verbittert und die wollen das einfach nicht. Da muss man das auch tolerieren und akzeptieren. Darf man nicht gegen Windmühlen kämpfen oder gegen verschlossene Türen laufen. Wenn man sich Lebensgewicht, Markus Schüdel, Uschi, La Sauvage. Ja, Eduard, du hast recht, Kinder müssen Gefühle aussprechen und ausagieren dürfen. Wenn man sich mit der Therapeutin nicht sicher fühlt und die Beziehung sehr verstrickt ist, eigentlich abbrechen möchte, aber Angst hat, erstens wegen der Therapeutin und zweitens wegen dem Abschied. Puh, ja, das ist eine prekäre Lage, wenn du vor allem keinen Ersatz hast. Ne? Dann getraut man sich oft nicht, konstruktiv Kritik zu üben, weil man dann Angst hat, rausgeschmissen zu werden oder dass die Therapeutin dann abkühlt irgendwie. Ach Gott, schreib das doch bitte. Nein, du bist nicht Gott, ich weiß schon, aber schreib das doch bitte. Kathi und du, cool. Schreib das doch bitte unten in die Kommentare, dann mache ich demnächst ein Video dazu, weil es ist ein mega, mega, mega gutes Thema, wie man das anspricht. Ich würde da echt gerne eine Simulation dazu machen. Ich kann da jetzt gar nicht so schnell drauf antworten. Steht sie eigentlich Kürbisse und geht von Tür zu Tür? Lisa, ist das eine Frage an mich und die Österreicherinnen und Österreicher oder ist das eine Frage an die Community? Wer schnitzt Kürbisse? Macht mal die Kürbisse. Haben wir Halloween oder was? Wieso fragst du das? Paula Jessie, hallo, warum habe ich jede Nacht Albträume vom Trauma? Ist das gut oder schlecht? Also Paula Jessie, es ist beides, würde ich sagen. Einerseits ist es schlecht, weil Albträume sind nie was Angenehmes. Andererseits ist es gut, weil deine Psyche, dein Gehirn versucht nachts, das Trauma, die seelische Erschütterung, Trauma, griechische Erschütterung, Wunde zu verarbeiten. Nina, ein Abschied vom Therapeuten, Therapeutin kann auch eine Chance sein, dran zu wachsen, traumatische Situationen zu überwinden, auch wenn es schwerfällt oder Schmerz. Chaka, du sagst es. Sydney, Lisa, ja, auf jeden Fall. Wir schnitzen mit meiner Tochter vielleicht von Tür zu Tür. Ah, cool. Passionflower, betreust du auch Palliativpatienten derzeit nicht, aber ich habe es lange Jahre tatsächlich gemacht und habe mega viel daraus gelernt. Aber es war eben eine psychotherapeutische und auch philosophische Begleitung. Es war jetzt nicht direkt eine Sterbebegleitung. Dafür bin ich auch ungeeignet. Also ja, ungeeignet. Ungeeignet vielleicht nicht, aber das ist nicht das, was ich so am Fließband machen könnte oder würde wollen. Weißt du, was ich meine? Das meine ich jetzt nicht böse am Fließband, aber ich meine jetzt so, on a daily basis könnte ich das nicht machen. Unmöglich. Da würde ich Angst haben, dass ich mich verliere, dass ich mich in der Trauer, in Schmerz verliere und die Trauer und den Schmerz eben so reduzieren muss, um das jeden Tag durchzudrücken, dass ich dann selber irgendwie verrohe oder so, weißt du? Also begleiten, ja, aber nicht Sterbebegleitung jetzt bis zum letzten Atemzug. Eher so in der letzten Lebensphase, da habe ich viel Erfahrung gehabt. Ne? Also schon Menschen, die quasi moribund waren, also die ganz viele Krankheiten hatten, an denen sie auch sterben würden und halt nur mal ganz eine geringe Lebenserwartung hatten, das schon auf einer geriatrischen Langzeitpflegestation, die eben dann meistens keine wirkliche buchstäbliche Langzeitpflege mehr hatte für die Patienten. Und Patienten hatten eine Verweildauer von wenigen Wochen bis maximal vielleicht ein Jahr, anderthalb, 2 Jahre länger nicht. Die meisten starben echt innerhalb von ein paar Monaten dort. Ja.
Was nicht, sollen wir mal wieder einen Themen-Livestream machen? Was haltet ihr davon? Ich finde es irgendwie cool so, wenn man einfach über alles redet. Ist am lockersten, ne? Collecting Moments, warum verdecken Emotionen andere, zum Beispiel Ärger anstelle von Trauer? Weil Ärger leichter erträglich ist als Trauer. Trauer ist viel, viel schwerer zu ertragen. Toni Sonnenschein, wieso ist Veränderung so schwierig und wieso will man an negativen Gewohnten festhalten? Diese Geborgenheit im Schlechten ist deswegen gegeben, weil du ja nichts anderes kennst. Es ist so, wie wenn du das Fenster aufreißt und da ist ein Vogel, der immer eingeschlossen war in der Dunkelheit, dann geht der nicht einfach zum Fenster und fliegt raus. Der hat ja Angst, dass er abstürzt, wenn er rausfliegt, weil er seine Flügel ja noch gar nicht gebrauchen kann. Halt dieses Bild mal fest und mal dir das aus, wie lange dieser Vogel braucht, bis er sich das zutraut, da ein bisschen rauszuschnuppern, ja? Also es ist zuerst, jede Veränderung auch zum Guten ist zuerst eine Gefahr, ein Risiko, du bist es nicht gewohnt, du kennst dich damit nicht aus, du traust dich noch nicht drüber, weißt du? Ist irgendwie logisch, dein Instinkt sagt dir, nee, vielleicht habe ich es auch gar nicht verdient oder vielleicht habe ich dann gar nicht das, was ich mir erwarte, beziehungsweise weiß ich gar nicht, was ich mir erwarten darf und kann. Ne? Bleibe ich doch lieber im Gewohnten, auch wenn es irgendwie Leid erzeugt, das bin ich schon gewohnt, mit Leid kenne ich mich aus. Weißt du, so in die Richtung. Arbeitest du auch mit Meditation, Bettina Lehmeier? Ja, in den Entspannungsgruppen schon, da habe ich neulich eine Bergmeditation gemacht. Kerstin Krüger, mein Therapeut, meint, ich brauche mehr als ihn im TP-Setting. Ich denke, nach 2 Jahren bei ihm endlich fertig, alles gut, sollte ich es nicht am besten wissen. Eigentlich solltet ihr es beide am besten wissen. Ne? In der Therapie ist schon gut, wenn man sich abspricht und schon auch auf das Feedback des anderen was gibt. Frag ihn doch nochmal, was ihn zu dieser Auffassung bringt. Hallo aus Heiligenbrunn, Burgenland, Astrid Eva Fang. Hallo, du bist gar nicht weit weg von mir. Ich bin nämlich Pöllau, kennst du, ne? Pöllau. Ich muss mal kurz dialektal werden, meine Lieben. Pöllau, kennst du Pöllau? Astrid Eva Fang in Heiligenbrunn, kennst du Pöllau? Sag's mir doch. Also der Dialekt, da wo ich gerade bin, ich bin ja auf dem Land, wie hier vielleicht am Ambiente, also man sieht jetzt keine Bäume, aber viele von euch verfolgen ja den Kanal und wissen dann schon in der Einrichtung, wo ich mich befinde. Also hier spricht man echt einen nordischen Dialekt, wo ich teilweise auch nicht mehr ganz mitkomme. Also wenn die hier richtig so böllerisch reden, dann verstehe ich nichts mehr. Ich auch nicht. Und die denken dann, ich komme aus Deutschland oder so, dabei spreche ich ja eigentlich steirisch, also ich bin ja eine Landsmännin von denen, aber hier ist ein eigener Slang, sage ich mal. Aber ich finde den Dialekt inzwischen schon irgendwie cool, irgendwie gefällt es mir. Das entspannt mich, wenn ich das höre. Aber zu lang dann auch wieder nicht, meine Lieben. So, kommst du mal nach Tirol, federleicht, ich bin immer wieder mal in Tirol. Innsbruck. Oder Kitzbühel. Oder, wie heißt es, Oberstdorf? Reit bei Kitzbühel. Da ich einen lieben Freund, mit dem ich, der auch mit war in Sri Lanka, mit dem ich in Sri Lanka war, der eigentlich aus Deutschland ist, der hat dort ein wunderschönes Haus gekauft. Wir könnten uns dort mal treffen, aber im Ernst. Passion Flower, wieso brauchen wir Gefühle aus einer sowohl psychologischen und philosophischen Sicht? Naja, wenn man keinen Zugang zu Gefühlen hat, ist man eigentlich ein Psychopath. Psychopathen haben keine Zugänge zu Gefühlen, keinen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen. Wenn du einen Psychopathen beschimpfst, wird er nur kalt lächeln und sich überlegen, wie er sich an dir rächen kann. Aber er wird keinen Gefühlsausbruch haben, so wie ein Narzisst. Ein Narzisst würde durchticken. Wenn du den eben schimpfst, dann ist der tödlich in seiner majestätischen Selbstüberheblichkeit beleidigt und getroffen und empfindet tiefes Leid und Schmerz und Hass. Aber ein Psychopath hat keinen Zugang zu Gefühlen. Das heißt jetzt um Gottes Willen nicht, dass ihr Psychopathen seid und Psychopathinnen, wenn ihr keinen Zugang zu euren Gefühlen habt. Ihr habt ja Gefühle, der hat ja gar keine mehr, der hat nur eine innere Leere und da gibt es auch keine Möglichkeit mehr, die Gefühle ranzuholen. Das ist ja das psychopathologisch Krankhafte, ne? Und das sind ja auch oft Menschen, die null, nicht oft, sondern ein Psychopath hat auch null Einfühlungsvermögen, null Empathie, dem ist das scheißegal, wie sich der andere fühlt.
wenn es ihm langweilig ist, quält er den anderen. Einfach so zum Spaß. Ne? Und da ist das nicht bei dem präsent, dass der andere was empfindet. Aber wenn wir davon reden, dass wir keinen Zugang zu unseren Gefühlen haben, dann sind die Gefühle ja da, aber sie sind verdrängt, weil sie einem peinlich sind oder weil sie verschüttet sind, weil sie einem wieder peinlich sind oder weil sie einem zu viel sind oder weil man einfach Angst davor hat, die Fassung zu verlieren, die Kontrolle zu verlieren, die Gefühle nicht regulieren zu können, dass die einen überschwemmen wie ein Tsunami, sage ich immer, ne? Und deswegen werden die Gefühle abgespalten. Kann es eine Übertragungssache bei meinem Therapeut sein, da er mich nicht sieht, wie weit ich bin? Erinnert mich an meinen Vater. Ja, oder er will an dir verdienen. Das kann auch sein. Also ich habe das immer wieder mal erlebt, dass Therapeuten Klienten nicht gehen lassen, weil sie gern mit den Klienten zusammenarbeiten und auch gerne was am Konto haben von ihnen. Ne? Also das könnte ich mit meiner Ethik, meiner persönlichen nicht vereinbaren, dass ich jetzt nur Sympathien bei mir behalte in Therapie, wenn ich das Gefühl habe, das bringt dem gar nichts mehr. Also ich will jetzt seinen Therapeuten überhaupt nicht verurteilen. Ich sage nur, auszuschließen ist gar nichts. Ne? Ich habe das mal erlebt, als ein Kind in meinem Bekanntenkreis in Therapie war, da hat der Therapeut dann, als die Mutter und das Kind sagten, das Kind will jetzt nicht mehr zu diesem Kindertherapeuten gehen, hat der Therapeut gesagt, ich gehe mit dir am Fußballplatz, ich mache alles. Also er hat sich verbogen und angeboten und angebiedert, geradezu, wenn er unbedingt Therapie fortsetzen wollte. Ne? Und eigentlich war das auch unter anderem deswegen, weil er einfach nicht auf den regelmäßigen Verdienst durch diese Therapie, die halt wöchentlich gelaufen war, verzichten wollte. Das lag irgendwie auf der Hand, ne? Weil wenn ein Kind schon von sich aus sagt, ich will da nicht mehr hin, sollte man das Kind auf gar keinen Fall zwingen oder dem dann Therapeuten dann aufs Auge drücken. Ja. Wie kommen Gefühle zustande? Was ist das genau? Also naturwissenschaftlich, medizinisch möchte ich es jetzt hier überhaupt nicht erklären, sondern ich glaube, dass ein Mensch einfach sich dadurch auszeichnet, dass er eben Gefühle hat. Ja? Und vor allem diese Fähigkeit zur Empathie, das ist ja unser größter Reichtum ist. Und ich könnte keine Psychotherapeutin sein, die mit Überzeugung Psychotherapeutin ist, wenn ich das nicht hätte. Und du hast es ja im Prinzip auch, diese Fähigkeit, sich in andere reinzuversetzen, selbst jetzt, wenn ich hier sitze. Und ihr seid ja eigentlich körperlos, wieso? Ja, Spukgespenster, deswegen habe ich euch die Emojis machen lassen, denn das seid ihr für mich, meine Lieben, lauter so Geisterchen. Nee, ich weiß schon, dass ihr Menschen seid und ich spüre auch was von euch, das wollte ich damit eigentlich sagen. Ich fühle was von euch, ich fühle die Atmosphäre und du fühlst ja auch was von mir, meiner Art, von meinem Menschsein. Und ich habe es ja gesehen jetzt beim Seminar, da sind mir Leute begegnet, die ich nur hier aus dem Chat kannte oder vom Telefonieren im Livestream. Und es war nichts Fremdes. Man war sich vertraut, man kannte sich schon, man hatte sich schon vorher gespürt, man hatte sich schon vorher gefühlsmäßig in den anderen hineinversetzen können. Und das verbindet Menschen, Gefühle verbinden Menschen. Und das finde ich so faszinierend und dafür lohnt es sich zu leben. Lisa hat eine ganze Horde von Ghosting-Emojis gemacht, sage ich mal. Wow, Lisa, jetzt ist es wie kitzeln. Ich muss jetzt echt lachen, als hättest du mich gekitzelt. Sagt man kitzeln in Deutschland? Kitzeln? In Österreich sagt man kitzeln. Gefühle sind Reaktionen auf unbewusste Innenwelt, die wiederum eine gefilterte Verbindung mit der Außenwelt hat. Eduard Gruber, ja, das hast du schön gesagt, aber sehr technisch und ich mag das lieber, jeder sagt es auf seine Weise, ne? Ich mag das halt lieber so sagen, wie ich gesagt habe, ne? So alltagssprachlich. Aber du hast schon recht. Aber ich würde das nicht reduzieren auf sowas, ne? Gefühle sind viel mehr. Kitzeln in Deutschland, okay. Gut, wir sprechen dieselbe Sprache, Schiene, da bin ich aber froh. Erleichtert. Was ist der Unterschied zwischen Gefühl und Emotion? Ja, da gibt es viele verschiedene Definitionen. Auch das würde ich gerne in einem Video behandeln. Schreibst du es mir unten rein, bitte. Ich sammle ja auch immer Videothemen, die sich auch umsetzen lassen. Wisst ihr, manche lassen sich nicht umsetzen. Alexa Koschka, wie behandelt man die psychotische Depression? Naja, da muss man schauen, wer die hat. Weil man kann das nicht immer gleich behandeln, weißt du? Da kommt es immer auf die Person an. Auf alle Fälle muss zuerst mal dieses Psychotische durch Entlastung, durch Entschleunigung, durch Beruhigung, durch Selfcare, durch Runterkommen von diesem hohen Tempo, das meistens auch dahinter steckt, das muss zunächst mal abgebaut werden, wenn eine Psychotherapie während
psychotischer Symptomatik zu machen, ist kontraproduktiv. Da ist die Person ja gar nicht erreichbar. Toni Sonnenschein, was hast du für Gedanken zum Thema radikale Akzeptanz? Ich habe letztens einen Spruch gelesen. Hab die Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die unveränderbar sind, und den Mut, Dinge zu ändern, die veränderbar sind. Cool, finde ich gut. Radikale Akzeptanz ist mein Credo, Toni. Echt. Wölfchen, wie kann ich mit Krankheitsängsten umgehen? Ich hatte vorher noch nie so mit Ängsten zu tun. Indem du drüber redest, alles, worüber wir reden, entschärfen wir damit in seiner Explosionskraft oder toxischen Wirkung. Alles, was so ein Tabu ist, wo du dich nicht drüber reden traust, kann riesengroß werden und dich echt umhauen. Ich sollte damals den Film Alles steht Kopf anschauen. Das war sozusagen meine Hausaufgabe in der Therapie. Kennt den wen? Fragt Linda. Anne-Marie, 3108 von Alles steht Kopf, kenne ich nur den Trailer. Was machst du so zum Stressabbauen? Fragt Moni Macaroni. Also wenn ich dazu komme, gerne ein bisschen Sport. Jeden Tag so eine Stunde zumindest. Oder eine Dreiviertelstunde. Crosstrainer oder Stepper oder sowas. Und ansonsten komme ich nicht zu viel, aber wenn ich jetzt mit der Klinik aufhöre, komme ich hoffentlich zu mehr. Ja, also Sport, Tiere, Menschen, angenehme Gespräche, Essen, kochen durch nicht, eigentlich, um ehrlich zu sein. Also so gut wie nicht. Eher essen gehen, reisen entspannt mich, Ortswechsel entspannen mich tatsächlich. Das ist total schräg, was andere stresst, entspannt mich. Musik höre ich viel zu wenig, aber ist auch ein gutes Mittel. Ja, mehr fällt mir jetzt gar nicht ein. Siehst du, wenn du mich nach mir fragst, dann bin ich auch überfragt. Dann wird es ein bisschen holprig. Ich kenne mich besser mit den anderen aus. Es ist eine Krankheit, ne? Eine Volkskrankheit, dass man sich und uns Psychotherapeuten betrifft, im Besonderen, ne? Weil man ja immer mit den anderen beschäftigt ist. Und da hat man halt auch dieses Syndrom, dann sehr gerne auf sich zu vergessen. Deswegen ist es eine gute Frage gewesen. Eine spannende Frage. Monika, wie viele Klientinnen kommen wöchentlich zu Ihnen in die Therapie und wie ist allgemein die durchschnittliche Frequenz der Sitzungen? Würde mich mal interessieren. Puh, das ist unterschiedlich. Also wenn ich in der Klinik arbeite, dann habe ich halt jeden Tag so 5 Gespräche in der Klinik, circa Einzelgespräche und 1 bis 2 Gruppen. Montag bis Donnerstag ist das. Und dann habe ich meistens noch morgens 2 Klienten, und also jetzt in meiner Praxis, und abends auch nochmal 2. Also habe ich so 7, 8, 9, ja, das klingt jetzt viel, ich weiß, jeden Tag, ne? Und am Wochenende habe ich dann noch so Samstag 4 und Sonntag vielleicht 2 oder so, und manchmal auch mehr, ne? Manchmal auch weniger, manchmal auch keinen am Wochenende. Aber ich habe das jetzt noch nicht hochgerechnet. Und jetzt, wenn ich halt nur in der Praxis bin, habe ich halt schon jeden Tag so ungefähr 8 Leute. Da habe ich ja dann keine Gruppen. Dann habe ich 8 Einzelgespräche pro Tag. Oh, ich will das gar nicht hochrechnen. Ja, manchmal auch mehr, manchmal auch weniger. Also so im Schnitt ungefähr so um die 8 jeden Tag würde ich sagen. 8 bis 10. Manchmal auch nur 6. Es variiert, je nachdem, was ich mache. Und wenn ich mal in der Fernsehsendung bin oder wenn ich mal Termine habe, dann sind es auch nur 2 manchmal an einem Tag. Also das ist schon flexibel, ne? Aber bei mir ist halt so, dass ich wirklich auch an Feiertagen, Wochenends und so weiter immer irgendwelche klingt so, auch Klienten habe, wenn die gerade was brauchen, dass ich mir das dann so einrichte. Nur im Urlaub halt jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber immer wieder mal. Weil es belastet mich nicht. Es macht mir sogar Freude. Also solange es so ist, mache ich das so. Ne? Meine Familie hat jetzt nicht immer Freude damit, aber die verstehen das schon. Und da sind ja auch keine Kleinkinder, die mich brauchen oder so. Also kann ich mir das schon rausnehmen. Das lässt sich schon irgendwie. Die sind ja auch alle beschäftigt und insofern lässt sich das schon irgendwie schaukeln. Und es ist ja keine Arbeit, die mich runterzieht oder die mich fertig macht oder die mich aussaugt. Sonst ist es eher eine Arbeit, wo ich aufblühe, und dadurch geht auch relativ viel. Ich weiß nicht, ob das so bleibt, aber wenn das so bleibt, dann ist es so, ne? Aber es gibt jetzt kein fixes Soll, weißt du, dass ich jetzt irgendwie den Druck habe oder mir selber mache, ich muss so und so viele Klienten jeden Tag, das
dieses Klienten durchschleusen, das macht ja ohnehin fast kein Therapeut, weil dann ist er kein Therapeut, also wenn dann nur so ein schwarzes Schaf wieder, davon halte ich wenig natürlich. Genesungsbegleiter, habe ich schon mal gehört, Gina, ja. Also ich glaube, das gibt, weiß nicht, ob es das schon in Österreich gibt, vielleicht weiß das jemand von den Österreichern. Wie sieht dein Tagesablauf bei dir aus? Also wann stehst du meist auf und gehst ins Bett, Kathi? Das ist eine gute Frage. Meistens stehe ich auf so zwischen 6 und 8. Unterschiedlich, ne? Zwischen 6 und 8. Meistens so um 7 im Schnitt. Und Wochenende schon später. Wochenende kann es schon so 8:30 sein. Und dann, wie läuft der Tag? Ja, Kaffee, ganz wichtig. Es muss ein sehr guter Kaffee sein. Da habe ich meine... Ja, das ist jetzt sehr intim, da erzähle ich nicht alles. Manche wissen es eh. Und so meine Zeit für mich brauche ich zuerst und dann, naja, duschen, Badewanne ist wichtig für mich. Das Element Wasser überhaupt. Manchmal esse ich dann was in der Früh, manchmal auch nicht. Je nachdem. Aber immer der Kaffee mit viel Milchschaum. Kaffee Latte. Laktose- und koffeinfrei trinke ich manchmal. Kennt man mich schon da und dort, ne? Das ist wieder die mit Laktose- und koffeinfrei. Ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht laktoseintolerant, aber es schmeckt mir irgendwie besser. Und ich habe auch kein Problem mit Koffein, aber ich trinke ihn morgens manchmal wirklich koffeinfrei lieber. Jo. Und ja, dann arbeite ich, ne? Dann geht's zack, 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 zack. Manchmal mache ich auch Hausbesuche, ne? Also freitags, ne? Wenn ich nicht in der Klinik bin. Aber bald wird immer freitags sein, weil ich ja dann nicht mehr in der Klinik bin. Ihr seht, das beschäftigt mich schon. Ich bin echt gespannt, wie sich das anfühlt, wenn ich mal nicht diese Struktur der Klinik habe. Montag bis Donnerstag, ne? Also meine Zeiten in der Klinik waren so Montag 12 bis 19 Uhr, Dienstag 8 Uhr bis 18.30 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 12 bis 19 Uhr. Und drumherum hatte ich halt meine Praxistermine und schreibe ich halt noch Artikel und in Zeitschriften, dies und das, ne? Vorträge zum Beispiel im November habe ich einen Vortrag vor ganz vielen Frauenärztinnen und Frauenärzten, einen Festvortrag, das ist in der Akademie der Wissenschaften in Wien, vor so einem Gynäkologie-Kongress. Da bin ich sehr geehrt und freue ich mich schon drauf. Und da werde ich irgendwie über die Auswirkungen von Covid-19, also der Covid-19-Krise auf die Menschen und auf den Umgang zwischen den Menschen, diese Beziehungen, diese Beziehungsebene und auch das Arzt-Patienten-Verhältnis und Therapeuten-Patienten-Verhältnis eingehen. Bin ich schon gespannt auf diesen Kongress. Freue ich mich schon. Ich hasse Kaffee schon vom Geruch, wird mir übel. Ja, Anne-Marie 3108, deswegen muss er auch koffeinfrei sein. Ganz bestimmter Kaffee, also manchen Kaffee hasse ich auch. Was ist, wenn Ängste trotzdem reden, nicht weggehen? XY, dann solltest du noch genauer hingucken. Es gibt ja viele andere Angstbewältigungsstrategien. Ich muss mich jetzt übrigens verschüsseln, weil ich habe jetzt dann einen Klienten um 20 Uhr. Moment mal, ich gucke, ob der bereit ist, weil wenn er nicht bereit ist und der Termin ausfällt, kann ich noch ein bisschen bleiben. Ich gucke mal. Schauen wir mal, vielleicht ist es ihm ja ohnehin zu spät. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir wirklich ausgemacht haben. Momentchen, meine Lieben. So, lala, meine Lieben. Jetzt wäre es halt gut, wenn jemand hier wäre und inzwischen moderieren würde, 2 Stunden. Oder 3, und dann würde ich wieder, vielleicht komme ich später nochmal. Da seid ihr nicht mehr auf. Nee, komm nicht nochmal. Vielleicht morgen, mal gucken. Ist immer verdächtig, wenn ich sage, ich komme nochmal, dann komme ich sicher nicht wieder. Das kenne ich schon von mir.
Nee, aber ich würde gern. Mir gefällt es gerade so gut. So, warten wir mal. Bettina Lehmann, vielleicht hilft dir bei den Gedanken ein lauter Stopp. Ja, kann man auch probieren. Dann bleib hier, sagt Daniele. Ja, wenn mein Klient mich braucht, bleibe ich natürlich nicht hier, logisch, ne, weil ich habe es ja ausgemacht mit ihm. Aber wenn er sagt, er ist heute zu müde oder so und er würde lieber morgen, ich habe ihm jetzt morgen einen Termin angeboten, dann machen wir es morgen, ne, ganz einfach. Bist du eher ein Morgenmensch oder eine Nachteule? Nachteule. Patiently waiting. Ich bin nachher noch wach. Wir könnten noch eine Gespensterstunde heute machen. Was haltet ihr davon? Für die inneren Kinder dieser Welt. Später. Mal gucken, wie viele da sind, wenn ich es mal ankündige. Also das wäre dann so um... Moment. Wieso meldet er sich jetzt nicht? Soll sich doch melden. Ah, er schreibt schon. Er schreibt. Der Countdown läuft. Vielleicht guckt er auch gerade einen Livestream. Hallo. Ich hoffe, meine Klienten gucken nicht zu viele. Also zu viele von denen gucken nicht einen Livestream. Monika, sagst du einen Termin ab bei Patienten und sagst, du bist gerade live. Ja, macht ja nichts. Ich sage ihn ja nicht ab. Ich habe nichts abgesagt. Würde ich nie tun. Ich habe nur gefragt, ob er jetzt will oder morgen. Kann ja sein, dass er morgen lieber ist, weil jetzt ist ja schon spät, ne? Vielleicht will er seine Ruhe haben. Gespensterstunde wäre irgendwie nice. Wieso fühle ich mich gerade so angespannt? Passionflower? Ja, weil du nicht weißt, wie es weitergeht. Und das, ich fühle mich gerade auch angespannt. Jetzt wäre besser. Jetzt wäre besser. Gut. Natürlich. Ich bleibe im Wort. Also wir sehen uns dann später nochmal, zumindest kurz. Und wenn nur 20 von euch da sind, ist ja auch okay. Und vielleicht sind ja noch viel mehr, ihr könnt es ja weiter sagen. Ich sage euch, wann ich wiederkomme, kurz zumindest. Ne? Dann bin ich wahrscheinlich K.O. nach den Sitzungen, aber nicht wegen der Sitzungen, um Gottes Willen. Die machen mich nicht K.O., überhaupt nicht, im Gegenteil, aber eben wegen der Uhrzeit. Wir machen dann einen auf Gespenst. Ich hänge mir dann so ein Leintuch drum. Nee, Scherz. Also ich kann dann noch ein paar Fragen beantworten, ein paar Themen entgegennehmen. Und zwar wäre das dann 20 Uhr bis 21 Uhr. Moment mal. Ich gucke. Nein, meinen Kalender dürfte ich nicht sehen. 21 Uhr, 21 Uhr. Jo. Also so irgendwann nach 22 Uhr, zwischen 22 und 23 wird es werden, ne? Dann bis später, bis gleich. Und ich komme dann aber nicht mehr so lange, aber zum Gute Nacht sagen. Mal gucken, ob ich es gebacken kriege. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Es wäre das erste Mal, dass ich es einhalten würde. Und ich bin echt gespannt, wie viele von euch dann noch da sind. Wenn viele da sind, mache ich das öfter. Wenn nur ganz wenig da sind, freuen wir uns trotzdem. Gespensterstunde. Tschüss.